Der Transfer von Robert Lewandowski zum FC Barcelona soll an diesem Wochenende fix werden. Dazu natürlich mehr, wenn es soweit ist. Ich werfe jetzt aber einfach mal die These in den Raum, dass der Lewandowski-Transfer ein entscheidender Dominostein für die kommenden Deals sein wird. Durch ihn nimmt der FC Bayern wichtige Millionen ein, um die Verpflichtungen von Matthijs de Ligt und Konrad Leimer perfekt zu machen. Gleichzeitig wird dann natürlich auch Juve aktiv werden müssen, was in Richtung Innenverteidiger-Karussell auch einige Hebel in Bewegung setzen wird. Grüße an den BVB an der Stelle. Vielleicht hat man ja Glück. Außerdem werden wir dann auch kurz danach erfahren, ob die Bayern tatsächlich keinen Bock auf Ronaldo haben. Hier soll wohl der Berater noch nicht aufgegeben haben. Im Endeffekt keine neue Info an der Stelle, aber spätestens wenn Lewandowski weg ist, sehen wir ja, ob sich die Meinung bei den Bayern ändert oder nicht. Die Hoffnungen der Fans sind bis hierhin zumindest noch nicht gestorben. Naja, wovon wir aber auf jeden Fall ausgehen können, ist, dass es nach dem Lewandowski-Abgang sehr schnell gehen wird, was andere Deals angeht. Die Trainingslager und Reisen stehen vor der Tür. Da möchte man natürlich so viel Klarheit wie möglich haben, damit man optimal auf den Saisonstart vorbereitet ist. Aber Leute, wie steht ihr zu dieser These? Glaubt ihr auch, dass die nächste Woche richtig Feuer hat oder ist der Gedanke Schwachsinn? Und vor allem auch mal die Frage, freut ihr euch, wenn jetzt alles hiernach höchstwahrscheinlich Schlag auf Schlag weitergeht, anstatt dass sich alles wochenlang hin und her zieht? Schreibt mir auf jeden Fall mal eure Gedanken dazu in die Kommentare. Und ansonsten denkt dran, für einen Daumen nach oben wird man euch loben. Und wenn ihr weiter mit am Ball bleiben wollt, dann vergesst natürlich auch nicht den Kanal zu abonnieren. In dem Sinne, macht's besser und bis zum nächsten Mal.